Servus. Und herzlich willkommen beim Schnack Hallenbadbuffet. Wir haben das jetzt vor kurzem neu übernommen und würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Mein Name ist Daniel Steiner. Ich bin vor kurzem erst nach Schwadorf gezogen. Ich komme aus der Obersteiermark. Ich habe jetzt hier die Hallenbadkantine mit meinem ehemaligen Schulkollegen, mit dem Herrn Georg Glaubichler, übernommen. Und wir möchten hier wieder ein bisschen Leben in die Kantine einbringen und eben Ihnen einen guten Service bieten. Wir haben heute unsere Neueröffnung, also wir haben heute unser Öffnungsfest. Das ist heute eine Grillfeier, wo wir jeden Schwadorfer und die Schwadorferinnen natürlich eingeladen haben, für 10 Euro Eintrittspreis im Prinzip mit uns einen schönen Nachmittag in unserem Gastgarten zu genießen. Und ja, das passiert heute. Ich bin der neue Pächter und mache jetzt mit diesem Jahr Anfang September und zwischendurch haben wir eine kurze Grillfeier gemacht mit meinem Schulkollegen Daniel Steiner aus der Tourismusschule. Und wir haben sich das eigentlich immer vor Augen gehalten in Zukunft, dass wir mal gemeinsam vielleicht einen Betrieb führen und jetzt hat es sich endlich ergeben. Vorweg darf ich mich einmal recht herzlich bedanken bei den zwei jungen Burschen, beim Daniel und beim Georg, dass sie trotzdem, dass das Hallenbad noch zu ist, ihre Kantine bereits geöffnet haben und hier zugänglich machen. Und die erste Woche haben sie ja bereits mit Mittagsmenü und unsere Leute hier versorgt und heute ein Grillabend. Ich bin hier voll des Lobes der beiden Herren gegenüber, weil es wirklich ein zusätzliches Angebot in unserer Gemeinde hier darstellt. Und das Hallenbad ist wirklich eine gute Einrichtung und eine sehr wichtige Einrichtung, nicht nur für uns, sondern für die ganze Region. Und ich glaube, hier kann man einmal sehen, dass sich die Leute hier wohlfühlen. Und ich wünsche alles Gute den beiden für die Zukunft. Bezüglich den Veranstaltungen und hätten wir und mein Kollege Daniel eben geplant, dass wir vielleicht in Zukunft auch mit Live-Musik die Veranstaltungen halten. Es freut mich sehr, dass wir jetzt wieder einen neuen Pächter gefunden haben, der unsere Kantine sowohl für die Schüler als auch fürs Hallenbad eben versorgen wird. Vor allem für die Schüler deswegen, weil er auch eine gesunde Jause anbietet. Die gesunde Jause wird von den Kindern sehr wohl angenommen. Ganz im Gegenteil, die sind froh, dass sie da in der Schule die Möglichkeit haben, eben durch die Kantine versorgt zu werden. Es ist so geplant, während der Hallenbad-Saison werden wir die normale Karte nehmen, auch mit Burger, Schnitzel und weiteres. Am Wochenende bei Veranstaltungen wird natürlich spezifisch wieder abgeändert. Es kann auch sein, also es wird auch kommen, dass wir Steckerlfisch machen oder sonstiges. Und ja, und sonst wird am Wochenende, denke ich, auch die normale Speisekarte greifen. Unsere Öffnungszeiten finden Sie dann in Kürze auf der Gemeinde-Homepage sowie auf unserem Instagram-Account Schnack Schwadorf. Es würde uns freuen, wenn Sie uns folgen würden.